Was geht, meine Freunde? Willkommen zu Overwatch. Ja, ich wollte noch einen kleinen Part machen und zwar einfach mal so das Tutorial. Startet-Tutorial, was ist das denn überhaupt? Ich möchte einfach das Training so zeigen. Ist einfach so ein Zwischendurch-Part, einfach. Einfach mal zu zeigen. Guten Tag, Soldier 76. Ich bin Athena. Ich werde Sie durch das Overwatch-Trainingsprogramm führen. So, wo steckt sie nur? Wartet auf mich! Hiya, Tracer hier! Fangen wir an. Bitte behalten Sie mit Ihrer Steuerung Tracer im Blick, während sie den Raum durchquert. Hier drüben! Großartig. Behalten Sie Tracer nun im Blick, während sie zur Mitte des Raumes läuft. Hier bin ich! Fangen wir hier bin ich. Bewegungen an. Folgen Sie Tracer auf ihrem Weg durch den Hangar. Folgen Sie weiter Tracer. Folgen Sie Tracer weiterhin. Folgen Sie Tracer weiterhin. Ja, ich hab's verstanden. Springen Sie auf den Vorsprung und treten Sie durch die Schleuse. Okay, bye. Betreten Sie den markierten Bereich. Beginnen wir mit den Kampfgrundlagen. Ihr Porträt wird Ihnen unten links angezeigt. Das sind Sie, Soldier 76. Okay. Sehen Sie Ihre aktuellen Trefferpunkte. Fallen diese auf Null, sterben Sie. Ihr schweres Impulsgewehr ist Ihre Primärwaffe. Sehen wir mal, worauf wir Sie schießen lassen können. Sie zielen mit dem Fadenkreuz in der Mitte Ihres Bildschirms. Bewegen Sie es über den Trainingsbot und feuern Sie dann. Gute Arbeit. Sie können einem nahen Ziel auch mit einem Nahkampfangriff zusetzen. Schließen Sie zum Trainingsbot auf und führen Sie einen Nahkampfangriff aus. Ihre Gegner im Feld könnten etwas schwerer zu treffen sein als dieser. Ich fordere für Sie ein paar Gegner an, die eine größere Herausforderung darstellen dürften. Gegner wie zum Beispiel diese Trainingsbots werden mit einer roten Umrandung dargestellt. Sobald Gegner Schaden erleiden, werden über ihrem Kopf ihre Trefferpunkte eingeblendet. Ihr Umgang mit der Waffe ist hervorragend. Die meisten Waffen verfügen nur über begrenzte Munition und müssen nachgeladen werden. Ihre aktuelle Munition wird unten rechts angezeigt. Wenn die Munition zur Neige geht, wird automatisch nachgeladen. Zusätzlich können Sie jederzeit manuell nachladen. Ausgezeichnet. Nun kennen Sie die Grundfunktion Ihrer Waffe. Als nächstes sehen wir uns Ihre Fähigkeiten an. Beginnen wir mit Sprint. Zusätzlich zu Sprint können Sie sich mit dem biotischen Feld selbst heilen. Für diese Demonstration muss ich Ihnen eine leichte Wunde zufügen. Was soll denn der Scheiß? Jetzt ein biotisches Feld auf. Solange Sie sich im leuchtenden Bereich aufhalten, werden Sie geheilt. Die Fähigkeit kann allerdings erst nach einer kurzen Wartezeit erneut eingesetzt werden. Diese Abklingzeit wird auf dem Fähigkeitssymbol angezeigt. Ihr Gewehr ist auch mit Helix-Raketen ausgestattet. Sie können eine Raketensalve in Zielrichtung abfeuern. Wenn die Raketen explodieren, fügen Sie auch umstehenden Gegnern Schaden zu. Probieren Sie es bei den Zielen aus. Kommen wir schließlich zum taktischen Visier, Ihrer ultimativen Fähigkeit. Diese mächtigen Fähigkeiten können den Verlauf eines Spiels ändern. Vor Ihrem Einsatz müssen Sie jedoch vollständig aufgeladen werden. Ihr aktueller Ladestand wird hier am unteren Bildschirmrand angezeigt. Fügen Sie den Trainingsbots Schaden zu, um Ihr taktisches Visier aufzuladen. Na komm, machen wir das mal. Na, es ist halt das Tutorial, meine Damen und Herren, ne? Ist halt nichts schwer. Ja, ich hab mich verstanden. Was wollen die Trainingsbots machen, Alter? Ich bin einfach viel zu krass, Alter. Ja, und das ist halt die Fähigkeit, die haben wir schon mal gesehen. Optimiert Ihre
Bogenschüsse nie das Ziel verfehlen. Aktivieren Sie jetzt Ihr taktisches Visier und zerstören Sie die Trainingsbots. Oder schaut euch einfach dazu mein anderes Overwatch-Let's Play an. Ich werde das hier auf jeden Fall, denke ich mal, zu Singleplayer einfach kategorisieren. Also es ist ein neues Let's Play einfach. Ja, das ist einfach nice. Es ist easy. In der letzten Phase des Trainingsprogramms werden Sie einen Zielpunkt einnehmen. Der aktuelle Zielpunkt wird durch die Richtungsmarkierung A hervorgehoben. Der Zielpunkt ist mit einer hellen Markierung. Während Sie sich in dem Bereich aufhalten, erobern Sie ihn nach und nach. Naja, das haben wir auch schon gemacht. Wird hier auf dem Bildschirm angezeigt. Also das haben wir... Gleichzeitig Gegner im Bereich aufhalten, wird die Einnahme unterbrochen. Ja, das haben wir schon alles verstanden, mein Freund oder meine Freundin. Sie haben den Zielpunkt erfolgreich eingenommen. Sie können nun das Tutorial wiederholen, ein Trainingsmatch gegen die KI starten oder gegen andere Spieler antreten. Ja, okay. Ich dachte schon, da steht Niederlage oder irgendwas. Na gut, Training, wir haben ein Tutorial gezeigt. Ich will einfach das gesamte Training jetzt einfach mal so zeigen. In dem ersten Part hier, denke ich mal, wäre das auch ganz nett. Es wird auch kein langes. Es wird jetzt auch kein langes Projekt, das der Singleplayer-Modus. Ja, einfach mit Doomfist einfach mal jetzt mal ausprobieren. Hier könnt ihr halt alles ausprobieren. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, das ist halt das Ding. Ist halt easy, meine Damen und Herren. Und da könnt ihr halt alles ausprobieren. Double Kill. Und da könnt ihr auch noch seine Fähigkeit und alles sehen. Ihr seht auch, dass der so eine blaue, so eine Rüstung bekommt, wenn er jemanden so umbringt. Der heilt sich nämlich. Oder er hat gesagt, er kriegt dadurch Rüstung, dass er das halt macht. Finde ich halt relativ nice. Deswegen geht man auch immer mit Doomfist auch in solche Fights rein. Habt ihr auch wahrscheinlich dann auch immer gesehen. So, da können wir jetzt auch noch hier diese Fähigkeit mehr zeigen. Aber das kennt ihr ja auch alles schon. Ja, und hier übe ich halt einfach mal die Charaktere so. Und ja, mehr ist es auch nicht. Dadurch passt schon, das habe ich jetzt euch auch gezeigt. Ist halt nicht mehr. Das kann man einfach machen, um, wenn man halt mit Helden noch nie gespielt hat, kann man das einfach immer machen. So, Training gegen die KI, weiß ich jetzt nicht. Schwere Gegner. Das ist wahrscheinlich so ein... Ja, es ist einfach ein Match. Gegen die... Gegen KI-Gegner, also gegen Computergegner, versteht sich. Also nicht online. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal kurz, auf schwer einfach. Das Ding ist, die... Bots wissen, wo du bist, glaube ich. Das ist problematisch. Und warum muss man überhaupt suchen bei einem KI-Match? Ich verstehe das nicht. Naja, dann habe ich euch auf jeden Fall Training gezeigt und keine Ahnung, was man hier sonst noch zeigen kann. Eigentlich nichts wirklich, außer Arcade noch. Dann würde ich sagen, das ist doch kein Singleplayer-Projekt, weil das machen wir einfach als gemeinsam. Es macht keinen Sinn, wenn ich nur ein... Wenn wir nur ein Part von Singleplayer haben, oder? Das macht echt gar keinen Sinn. Ach, das spielen wir online, oder was? Ach, du spielst online gegen Bots, oder was? Wenn nicht Teamschaden. Na gut, dann spielen wir hier online mit Leuten. So, als Tracer mal wie hier... Ja, das ist dann ein zusätzlicher Part einfach von Overwatch. Einfach so ein Nebenpart. Mehr kann man eigentlich auch nicht hier zeigen. Es gibt dann wahrscheinlich noch ein Arcade-Part und das war's halt. Und zwei Parts als eigenes Projekt dann zu bezeichnen irgendwie. Das kann man einfach alles zusammenfassen. Also ich finde, das passt dann schon. So. Muss man einfach nur schnell hier dort sein. Alter.
Ah, die pushen ganz schön nahe. Da ist auch ein Bestchen. Ne, ich kann alleine halt nichts machen. Fuck! Alter. Nice, Mann. Ruhe. Weiß auch nicht, warum ich hier auf den Tank gehe, ich Trottel. Okay. Aber ist eigentlich gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer. Aber guck mal, ich habe alles auf Gold, also sagt schon alles wieder. Aber dass die pushen halt zusammen, das ist halt das Ding. Bedeutet, die wissen, also die Bots spielen schon tausendmal besser irgendwie als Konsole-Spiele. Geh weg von dieser. Ja, fuck. Was machen denn unsere Teammates überhaupt? Verstehe ich nicht. Mann, ich wollte eh drücken, Alter. Gegen Bastion kannst du auch nichts machen, Alter. Mann, jetzt geh doch einfach drauf, Alter. Was macht ihr denn? Mann, was macht denn das Team? Ich bin halt echt alleine da. Es ist halt echt schlecht. Was machen die denn? Jetzt mal ohne Witz. Alter, wie schlecht sind die denn? Die verlieren gegen Bots, Alter. Also ich war ja die ganze Zeit drauf, also an mir lag es ja sicherlich nicht. Ich als Tracer kann ja nicht rein. Was? Was ist mit dem falsch gelaufen? Was sind das für schlechte Leute, Alter? Was haben wir denn für Bots im Team, Alter? Sind ja schlechter als die KI-Gegner. Ach okay, das ist erst in 13 Sekunden verfügbar. Oh, was ist mit den KI-Gegnern, Alter? Mann, was macht denn ihr? Ey, ohne Witz. Was ist das? Ich hab Gold Damage, Alter. Was macht ihr denn? Was machen die denn? Wie kann man denn gegen Bots verlieren, Alter? So läuft das richtig.
Okay. Na gut, die waren auch schlecht. Also wir hatten schlechte Teammates. Ja, nichtsdestotrotz habe ich euch jetzt auch einfach mal gezeigt. Ja, wie kann man so... Junge, selbst gegen KI sind die komplett zackig. Lächerlich, Alter. Wie schlecht kann man denn sein? Nichtsdestotrotz, der Arcade haben wir noch nicht gesehen. Find ein perfektes Match oder macht ihr einfach eins? Okay, das ist... Ja. Arcade ist... Okay. Da gibt es verschiedene Modis. Ach, ist das Rangliste oder was? Naja, ich zeige euch jetzt einfach hier dann alles mal. Kompetitive Flaggeneroberung, das ist ja wahrscheinlich dann, was wir schon mal gespielt haben. Aber diese 5 Modis, oder gesagt diese 4 Modis, die zeige ich euch einfach mal noch in einzelnen Parts einfach mal. Werde ich alles zusammenfassen, denke ich. Ja. Also es gehört alles zu Overwatch. Wird schon passen. Ich mache dazu keinen Singleplayer, weil das ja gar kein Singleplayer ist. Also das war jetzt ein kürzerer Part einfach mal. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist mal was anderes. Nichtsdestotrotz, morgens nichts mehr. Tschüss.